Und dann haben wir Du warst das von Satta Hugo. Und ich habe gesehen, da sind respektlose Sachen drin. Also Hugo will mich jetzt auch komplett finishen. Wir gehen rein. Oh mein Gott. Digga, mein Handy. Ich hab's. Oh, ich hab's gefangen. Was läuft, was? Boah, das ist krank. Läuft, willkommen zum nächsten Video. Also, komm mal hin zu... Nein, ich hab ja gehört, dass es ein paar respektlose Sachen waren. Kato war ja gestern hier und der hat gesagt, dass das hier drin vorkommt, sowas. Du bist zufrieden bei mir, ja oder nein? Sag so, Bezahlung könnte ab und zu mal ein bisschen höher sein. Halt deine Fresse! Nein, ey, halt deine Fresse, Kato! Er kriegt 50% von deinem Kanal, er lädt 3 Videos hoch! Ich schwör auf alles, Kato, wärst du nicht mein Homie, ich hätte dich schon 80.000 Mal gekündigt. Aber ich habe auch schon 80.000 Mal mit dem Mann geredet, ne? Ach so Scheiße. Hilfe für Katos unterbezahlte Arbeit! Mach crazy! Wer hat das gemacht? Ey, Bro, das sind Ausmaße an, das ist crazy. Der Streamer X-Road hat einen Mitarbeiter namens Kato. Dieser Mitarbeiter wird unterbezahlt und muss oft Überstunden machen. Urlaubstage von Kato werden ignoriert. Kato. Das ist immer noch eine geisteskranke David Leichner. Einfach Pinguin dieser Schwanz, ja? Einfach Pinguin dieser Schwanz hat das gemacht. Muss Rohrt von A nach B fahren. Wir wollen Kato helfen, endlich Geld für seine Familie nach Hause zu bringen. Bitte, kleine Spanne, bitte. Kato nach Nachtschicht bei Rohrt. Nein, Bruder! Ey, das ist crazy! Und du, Nachtschicht. Hui, Kato! Kato ist gerade Alufolie kaufen gegangen, ich hatte keine Alufolie zu Hause. Wir warten bei uns. Bitte helft sie mir, ich bin in Gefahr. Das ist auch crazy. Schreiben Kato, kratz deinen Kopf, wenn du Hilfe brauchst. Hält Kato. Ey, machst du hier irgendwelche Zeichen? Ich werde hier gehalten. Das ist auch insane. Ich will hier raus, ich darf nicht. Kato! Ey, Bruder. Oh mein. Ey, wer hat diese Musik da eingeblendet? Jetzt mal Real Talk, die wollen mich ficken, ne? Jetzt mal Real Talk, die wollen mich wirklich komplett ficken. Was mache ich denn jetzt? Bruder, warum gehst du in Discord und pennst ein? Machst du Schlafstream für die? Bruder, ich werd reich und der Typ rechts von mir geht in Raps. Der junge Herr auf dem Bild ist nicht inklusive. Das war aber auch nicht mein, das hab nicht ich gemacht, das war ein Mod von mir. Krieg ich 50% für Marketing? Nee, am Arsch. Freunde, es ist soweit. Heute findet statt nach, wir müssen Poststempel gucken. 2021 sind die meisten Pakete dahinter. Jetzt an. Hallo? Hallo Jens, ich bin die Drecksau. Ich habe dir vor einigen Jahren schon viel geschickt. Heute ist wieder live im Stream. Du warst das! Geil, dankeschön nochmal. Double Mans. Du Drecksau! Er hat wirklich einer Kiste geschickt. Ich hab dir die Scheiße geschickt mit Bild, du bist das! Yo, Leute! Max am Start. Ich schwör dir, ohne Witz, du bist das. 1000 Bilder von dir, ich schwör dir. Jetzt habe ich endlich ein Gesicht zu dem Typ. Bah, Digga, warum hat das so gerotzt immer? Ohne Witz. Ist heute auch was von dir dabei? Ja, heute ist auch was von mir dabei, aber keine Ich weiß, da kommt noch was. Oh, ein Kinderbuch. Penistheater, das ist kein Kinderbuch. Penistheater ist crazy. Was machst du dann? Du nimmst dieses Buch... Hältst es hier so straight up hin und dann Seite für Seite oder was? Das ist crazy. Was ist das für ein Buch? Hab ich ja noch nie gesehen. Nokio drin, da mal. Hast du ins Bild geschissen? Das ist aber wirklich crazy. Einfach so porträtmäßig seine Scheiße irgendjemandem schicken, ist wirklich crazy. Sind kleine Würmer drin, Alter. Drecksau, ins Bild schissen, ja? Dating. Was ist Dating? Bruder, aber ich würde an Knossi seiner Stelle wirklich die Pakete checken mittlerweile. Weil, Digga, ich habe wirklich keinen Bock, 80 Mal Scheiße zugeschickt zu kriegen, wirklich. Verpisst euch alle, verpisst euch alle. Ich hol mir jetzt. Abo Goku, hast du das gesehen? Wie ich dich auseinandergenommen habe, wie ein junges Reh. Lass ihn gewinnen. Clippt es bitte, wie ich Abu Goku weggeballert habe. Verbreitet es auf TikTok, schreibt drunter, der neue Gamer am Streaming-Himmel. Schneidet es so zusammen, dass ich total herohaft da rauskomme. Wie wechsel ich Waffen? Mit 1, 2, 3, mit den Dingstasten. Ganz gerade.
Ja, guck mal, ich kann doch hier nicht in dem einen Familienhaus landen. Ach, Digga, das ist krass. Hä? Ja, ist Schradin der älteste Mensch, der schon mal Fortnite gespielt hat? Das kann nichts machen, Bruder. Er schießt auf mich. Na, er ist wahrscheinlich ein Gegner, oder? Oh, es war ein Hydrant. Ich habe gerade auf einen Hydrant geschossen. Der neue Gamer am Streaming-Himmel. Unser Spike-Träger wurde erledigt. Spike in Mitte. Noch 30 Sekunden. Guck mal an, wie der den Mund auf hat. Da kann ein ganzer Fliegenschwarm reinfliegen. Ich hab hier irgendeine Scheiße in der Hand. Warum hast du deine Waffe nicht in der Hand mit zwei? Ich habe für mich einen Entschluss gefasst. Ich werde eine Streaming-Pause machen. Also ich werde wirklich nicht streamen. Weil die letzte 3-Wochen-Pause war keine richtige Pause. Wo ich da war, werdet ihr noch irgendwann sehen. Hat die Figur etwas mit der Farbe grün zu tun? Nee. Ist deine Figur auf Twitch berühmt geworden, ja? Staffel Nummer 4 wird mit Abstand die härteste. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an der Produktion. Ich will die ganze Zeit Sachen erzählen von diesen 3 Wochen. Wollen wir da jemanden aussetzen und der macht das Server 2? Hugo, wir sind 14 Tage auf, viel Glück, Mann! Er war 10 Tage im Wildnis und du machst ihn immer fertig. Das war jetzt nicht schwer. Wieso? Du weißt doch gar nicht, wie es ist. Boah, stark, Alter! Woher hast du das und wieso kannst du das so gut? Digga, was heißt hier, wieso kannst du das so gut? Freunde, ist Bibis Beauty Palace jetzt Esoterikerin? Ich bin gespannt. Hat sie da tatsächlich einen Knacks bekommen und ist ein bisschen ins Esoterische reingegangen oder nicht? Wir schauen mal rein. Vielleicht gibt mein Schritt euch die Kraft, auch irgendwas in eurem Leben zu hinterfragen. Oh Gott! Oh, was ist denn passiert? Wir haben dieselbe Klangschale. Ja. Alter, die ist so richtig so... Was ist mit Bibi passiert? Peace, Love and Harmony, oder was? Kann ich ihre Story... Was passiert hier? Ich werde mich nicht mehr rasieren. Gänsehaut. Warum wird sie sich nicht mehr rasieren? Was ist passiert mit ihr? Was passiert hier? Sie ist einmal Crash Out gegangen und dann einfach so... Was passiert da? Ich stand gerade unter der Dusche und habe angefangen, mich zu rasieren. Und dann dachte ich mir, warum rasiere ich mich eigentlich? Seitdem ich denken kann, rasiere ich mich spätestens alle 2 bis 3 Tage, sobald die Haarstoppeln ein bisschen zu groß werden. Und das mache ich an meinen Unterarmen, an meinen Beinen, in meinem Intimbereich, unter den Achseln. Ich zupfe mir meine Augenbrauen und zupfe mir auch die Haare um meinen Mundbereich drumherum weg. Und eben hatte ich so einen intensiven Gedanken in mir, dass ich einfach, nachdem ich meine Achseln unter der Dusche rasiert habe, aufgehört habe. Denn erstens macht es mir keinen Spaß, mich zu rasieren. Was? Glaubt ihr so als Influencer so in 10 Jahren, man geht so Crash Out? Wir haben dieselbe, aber du hast nicht dieses kleine Kissen. Weil nur so kann die Vibration der Klangschale in dein Hirn einfahren. Ich gebe euch eine verrückte Theorie. Ich sag so... Wenn man Influencer ist, spätestens nach 10, 15 Jahren gehst du Crash Out. Zum Beispiel Revi, sehr lange dabei, in ganz verrückten Sachen unterwegs. Nico war schon immer Crash Out. Monte war auch schon immer verrückt. Bibi verrückt geworden. Unge auch crazy verrückt geworden. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ich glaube, der normalste von allen ist Sascha. Apo LED und Paluten. Fabo, hast du mal Fabo seine Twitter-Likes gesehen? Der ist nicht normal. 110 Gewinne im Wert von 25.000 Euro. Oder die machen in einem verfickten Giveaway mehr Giveaway für ihre Community als ich legit in den letzten 10 Jahren. Seit wann Werbung? Oh mein Gott. Oh mein Digga. Ich hab aus Versehen eine Werbung geschalten, Digga. Oh, Digga, wieder 5 Minuten Werbeblock. Aus Versehen, Jungs. Ach du Scheiße. Chat, ich hab grad ein Placement unterschrieben. Ich hab wirklich aus Versehen Werbung geschalten, weil wenn ich rechts aus meinem Screen quasi zu weit nach rechts drehe, dann komme ich auf mein Dashboard und ich hab da geklickt, weil ich die Taschenlampe anmachen wollte. Und ich hab auf diesen Button hier geklickt. Du verschwendest keine Zeit, sondern du bist am Leveln. Gaming ist ein Teil von... Das ist krank. Komm hier, damit drücke ich mich aus. Oh, ich bin rausgezerrt, ich hab NordVPN-Placement morgen. Digga! Alles gut? Hast du dich hingemault? Oh nein. Danke, Optalania. Das ist crazy.
Straight back to business. Oh, du bist hingefahren. Oh, der Knochen guckt raus. Hm. Ja, wisch das nachher mal bitte weg, ja? Junge, wenn die Alte sich kurz mal mit einem Salto die Treppe runterknallt, Junge. Aber gerade eine 50-Euro-Donation reinkommen, Bro. Ich hasse das. Du machst doch, bist du gerade die Treppe runtergefallen? Yo, Skinny Break, danke für die 50 Euro. Bro. Das ist das wirklich das Äquivalent so. So, Leute, Vorsatz runtergeladen. Hast du dich hingemault? Oh nein. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Sieht aus wie ein Drachenlord-Setup. Primex im Apo-Red-Modus? Nein, ich bin nicht im Apo-Red-Modus, ich habe Gardinen. Und zwar haben einige versucht, mich zu triggern, indem die gesagt haben, ey Digga, du hast keine Gardine. Wo bist du? Wie auf Penner-Harzer-Wohnung oder was auch immer. Ganz ehrlich. Der PC ist komplett Schrott, der Prozessor macht gar nichts mehr. Der fährt hoch, hat beim Hochfahren Bluescreen, fährt runter. Ich bin jetzt im Gäste-Setup. Die neue Deko ist sehr nice. Das ist hier alles Weihnachtsdeko. Ganz viele Christbaumkugeln, super. Dann ist hier noch ein Weihnachtsbaumständer. Das ist crazy. Habe ich noch im Hintergrund gestellt? Habe ich hier noch ein 5-Mann-Zelt? Dachte ich mir, ist ganz geil für den Hintergrund. Ey, aber sein Streaming-Setup, sagt ihr, sein Streaming-Setup ist... Super. Dann ist hier noch eine... Ich sag, meins ist trotzdem noch besser. Ja, ja. Bro, mein Streaming-Setup underrated in Deutschland. Real Talk. Viele checken den Sinn und Zweck an meinem Setup nicht. Das hat alles seine Ordnung, das hat alles seine Struktur. Schaut euch das an, meine lieben Freunde. Guck. Also aktuell habe ich keinen Mikrofonarm. Aktuell benutze ich leider nur das hier. Das liegt so auf meinem Tisch, mein Mikrofon. Das hat hier alles seinen Sinn und Zweck. Guck mal, hier sind meine Zahnstocher. Hier ist mein Getränk Vitabate. Hier ist eine Kamera. Die Bildschirme sind ein bisschen schief. Da ist beim Aufbau ein bisschen was kaputt gegangen. Dann habe ich hier einen Mülleimer. Was habe ich noch? Meine Playstation. Mein Go XLR. Ist ein W-Setup. Die Küchenrolle. Denkt ihr, ich wichse an meinen Setup-Chat? Seid ihr komisch? Nein, ihr seid weird. Wenn ihr glaubt, ich jacks an meinen Setup, seid ihr weird.